Ja, dann freue ich mich, dass jetzt weitergeht. Tom Lazar. Ich bin schon sehr gespannt auf Whisky, Pyramid und Blumen. Und wenn dann alle drin sind, dann... jetzt machen wir die Tür zu. Kommt erst raus, wenn ich fertig bin. Okay. Ja, hallo. Heißt Tom Lazar, komme aus Berlin und arbeite seit 2003 mit Plone und seit 2008 mit Pyramid. Und bin heute hier, um euch so ein bisschen was davon zu erzählen. Ich habe jetzt auch spontan entschlossen, euch zu duzen. Das war mein erster Talk auf Deutsch, das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das ist auch insgesamt angemessener, auch vom Inhalt. Ja, worum es geht, ist, ich möchte im Prinzip den, also der Leitspruch, hinter dem der ganze Vortrag ist, halt eben dieser englische Spruch, if all you have is a hammer, every problem looks like a nail. Und ich denke, was damit gemeint ist, ist klar, dass wenn man das falsche Werkzeug benutzt, dann kann das halt unvorteilhafte Folgen haben. Also ein Paradebeispiel ist halt, wenn ich einen Hammer habe und versuche, eine Schraube in die Wand zu bekommen, dann ist das eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und die Elisabeth hat ja auch in ihrer Keynote schon gesagt, dass selbst wenn Plone immer, es wird immer schlanker und besser und schöner und weniger komplex, ist es so, dass es nie immer das richtige Tool für alle Webanwendungen sein wird. Also der Kontext ist hier sowieso, es geht um Webanwendungen. Und wenn man Plone praktisch als Framework benutzt, weil man das halt kennt und man hat schon Zeit investiert, das hat eine steile Lernkurve, man hat vielleicht als Entscheider hat man schon Leute ausgebildet, dann hat man die Tendenz, das weiter zu verwenden. Ich habe den Fehler auf jeden Fall auch schon gemacht und einfach Plone sozusagen missbraucht mit eben auch nicht so schönen Resultaten. Und selbst Martin Aspeli hat in seinem Buch hier diesen schönen Satz, das sollte man sich wirklich beherzigen, if it feels wrong, it probably is. Also wenn du irgendwie versuchst, noch ein Formular reinzufummeln und du musst irgendwie ein Unit-Provider erstellen und registrieren und Klimmzüge machen, dann sollte man vielleicht mal kurz aufstehen, inhalten und fragen, das richtige Werkzeug, weil man sollte wirklich nicht vergessen, dass halt, es soll halt Spaß machen. Das ist zumindest der Anspruch, den ich auch in meine eigene Arbeit habe, weil immerhin verbringe ich die Mehrheit meiner Lebenszeit weg von meiner Familie damit und dann sollte es zumindest auch Spaß machen. Und das ist sehr stark halt gekoppelt mit der Wahl der Werkzeuge. Und sagen, die zentrale Aussage oder was ich hier eigentlich rüberbringen will, ist, nämlich es geht hier nicht darum, was ist jetzt das beste Web-Framework. Das lässt sich ja sowieso nicht irgendwie abschließend beantworten, die Frage. Aber sozusagen durch die Brille eines Plone-Entwicklers, wenn ich schon in Plone investiert habe und ich möchte das auch weiter benutzen, aus der Perspektive betrachtet, ist meiner Meinung nach die Antwort sehr eindeutig. Und es gibt nicht dieses so, das eine ist besser, das andere ist nicht so. Nein, wenn du als Plone-Entwickler noch ein anderes Web-Tool lernen willst, dann nimm Pyramid. Das ist das, womit ich euch nach Hause schicken will. So, und warum das so ist und damit ihr das nicht einfach, also wer damit sonst kein Problem hat, kann jetzt auch einfach gehen und schon mal anfangen, das Tutorial runterzuladen. Aber was ich praktisch hier mit dem Talk rüberbringen will, ist halt eben auch für verschiedene Gruppen. Also für einen Entwickler ist einfach diese zwei Sachen Spaß und Produktivität. Und beides ist auch jetzt aus Entscheidersicht, wandelt sich halt, hat direkt mit Geld zu tun. Weil wenn du produktive, glückliche Entwickler hast, dann werden deine Projekte auch erfolgreicher. Und aus Entscheidersicht ist es halt so, man hat halt diese Synergieeffekte, weil Pyramid halt viele bekannte Technologien halt verwendet, hat man nicht so diese steile Lernkurve, sondern kann relativ schnell produktiv werden. Und für die armen Integratoren ist es halt so, das ist noch nicht so weit. Die Infrastruktur ist nicht so weit gediehen. Wir haben noch lange nicht diesen Reifegrad, den Plone hat. Das heißt, es gibt nicht irgendwelche Produkte, die ich einfach so ranklatschen kann und dann noch ein Diazo-Theme drüber und fertig. Das ist noch lange nicht. Also der Kontext hier, wo ich praktisch für Pyramid plädiere, ist einfach, wenn es um echte Entwicklungsarbeit geht, wo auch Zeit und Geld an die Hand genommen wird, um eine Custom-Lösung, eine bestimmte Funktionalität an den Start zu bringen. Das nur so um es vorauszuschicken. Weil viele Projekte oder auch entweder aus technischem Grund oder einfach aus personellen Gründen, die haben halt nur Integratoren und vielleicht noch einen Designer. Und dann ist meine Aussage, dann bleib lieber weg davon, bleib lieber bei Plone
Und da kennt ihr euch aus, da könnt ihr das anwenden und der Kunde ist hinterher auch glücklicher. Und jetzt sozusagen, um gleich von vorne weg auch das das Ergebnis wieder vorwegzunehmen, damit man schon weiß, was jetzt wie man das zu nehmen hat, was anschließend kommt, ist halt ja für Entscheider aus der Sicht ist das Ergebnis ja, es gibt eben diese große Überlappung an Technologien als Vorteil und dadurch, dass Pyramid halt eben nicht so eine steile Lernkurve hat, macht sich die Investition, also wenn ich jetzt Leute dahin schicke, dass sie das machen sollen, macht sich schnell bezahlt. Und das heißt konkret auch aus meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung kann man durchaus Pyramid auch einfach nehmen, wenn man noch nichts gemacht hat. Einfach ins kalte Wasser springen. Das ist nicht so kalt. Und das heißt, man kann wirklich, ich habe es jetzt selber erlebt, dass wir Leute, die noch nichts von Pyramid wussten, aber halt mit Plone schon gemacht haben und die waren innerhalb von einem Tag produktiv. Also man setzt sich mit denen einen Nachmittag hin und dann werden Tickets abgearbeitet. Das ist möglich. Bestimmt nicht mit jedem oder jeder gleich so, aber es ist auf jeden Fall so oft schon passiert. Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich das auf jeden Fall schon auffällig finde. Und anderes, was ich auch an mir selber bemerkt habe, ist, dass als ich dann vor 3 Jahren angefangen habe, eben mit dem Pyramid zu arbeiten, es hat eine Art guten Einfluss. Also ich glaube, dass ich ein besserer Plone-Entwickler geworden bin, dadurch, dass ich Pyramid-Sachen gemacht habe, weil das einfach auch ein anderer Mindset ist. Alles ist so, es ist schwer in Worte zu fassen, deswegen tue ich es einfach nur so in Anführungszeichen oben dahinter hinstellen. Aber würde ich auf jeden Fall auch anführen wollen. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist halt, dass wenn du deine Plonistas mit Pyramid spielen lässt, das macht Spaß. Das ist manchmal wie so eine Auflockerungsübung zwischendurch. Das hält die Leute eigentlich auch glücklich. Also so aus Entscheidersicht ist es durchaus eine Überlegung wert, das in Betracht zu ziehen. So, und für die Plone-Entwickler ist sozusagen hier das, was ich rüberbringen will, ist, wenn man wirklich nur eine einfache Anwendung hat, und das ist noch in Anführungszeichen, das werden wir gleich anschließend noch ein bisschen genauer erläutern, bis wann etwas als einfach gelten kann, ist mein Vorschlag, probiert es einfach mit einem Whisky-Endpoint. Und was ein Whisky-Endpoint ist und was Whisky ist, kommt auch gleich. Wenn es ein bisschen ausgewachsener ist, geh nicht über los, keine 400 Mark einziehen, geh gleich zu Pyramid. Der Unterschied ist nicht so groß, das ist alles nicht so groß. Was ich auch noch erwähnen will und was auch in dem Talk anschließend gleich dann noch näher ausgeführt wird, ist Kotti. Das ist ein CMS-Framework, das auf Pyramid aufbaut. Das heißt, man kann mittlerweile auch schon CMS-artige Geschichten sehr effektiv in Pyramid abfeiern, ohne dass man das ganze Rad neu erfinden soll. Also dieser Talk hier ist im Prinzip auch eine Weiterführung von dem ähnlichen, den ich 2010 in Bristol gegeben habe. Und damals gab es diese Option einfach noch nicht. Da war einfach, okay, wenn du CMS haben willst, dann nimm Plone. Alles andere ist zu viel Aufwand. Jetzt, 2 Jahre später, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und klar, wenn es um ein ausgewachsenes CMS gibt, dann bleib bei Plone. Es macht keinen Sinn, wirklich das ganze Rad neu zu erfinden. Ja, aber das heißt ja eigentlich so, wie jetzt. Ist eigentlich Plone jetzt nur noch so eine Randerscheinung? So, ja, wenn bestimmt, dann nimm ruhig, aber ansonsten ist jetzt irgendwie Plone auf dem Abstieg, auch was Elizabeth angesprochen hat, so ist es, wie ist es jetzt mit der Community? Geht es jetzt eigentlich den Berg ab? Und ist so, nee, also überhaupt nicht. Und das ist auch etwas, das sich deswegen noch vorne wegschickt, bevor wir wirklich an das Whisky und ans Pyramid gehen, ist ganz klar, das ist keine feindliche oder sonstige Übernahme. Das sind 2 verschiedene Problemfelder. Und das ist mir auch damals schon hängen geblieben, das hat Paul Everett 2005 auf der Wiener Plone-Konferenz gesagt. Plone is not the code, Plone is the artifact produced by the people of the Plone community. Das habe ich damals auch so, ja, so ein bisschen wichtig, aber da steckt wirklich viel drin, weil Plone ist halt mehr als eben nur die Technik. Da steckt eine Community dahinter, eine Herangehensweise, eine Art des miteinander Umgehens. Und das findet sich eben in Pyramid auch, weil Pyramid stammt sozusagen aus der Familie. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was zur Geschichte sagen, wie das dazugekommen ist. Und wir können uns da wirklich sehr leicht einfach zu Hause fühlen. Und deswegen ist es nicht entweder das eine oder das andere, sondern eigentlich gehört beides zusammen und es ist wirklich nur so eine technische Frage, für welches Problem nehme ich das. Und was Elizabeth auch gesagt hat und was ich auch noch betonen kann, ist, keine Entscheidung ist eine rein technische. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Agentur oder als Firma oder auch als eigener Entwickler mich entscheiden will, soll ich jetzt mein alles auf ein neues Framework irgendwie in die Waagschale werfen, dann habe ich natürlich mehr zu berücksichtigen als nur die Technik.
sondern ich will halt Stabilität, ich will Planungssicherheit. Und Plone bietet es halt mit dem Framework-Team und es gibt halt Plips und nicht irgendwie so ein Wildwuchs an Features von irgendeinem Diktator. Es gibt das Security-Team, das sich ausschließlich um solche Sachen kümmert. Das ist auch ein Windschatten, in dem wir uns als Entwickler und Integratoren bewegen können, weil wir uns nicht selber damit auseinandersetzen müssen. Ja, und überhaupt, es gibt einfach Teams. Also bei Plone wird sich gekümmert. Es gibt wirklich Gruppen, die sich für bestimmte Aspekte ausgesucht haben und dafür sorgen, dass es Plone gut geht. Und das größte Beispiel dafür ist eigentlich halt die Foundation, die ja auch das Eigentum von Plone übernimmt, sodass das in sicheren Händen ist und nicht von irgendeiner Firma weggeschnappt werden kann. Und halt auch das Board, wo dann halt 5 außergewöhnliche Menschen einfach sich darum kümmern, dass es Plone gut geht und dass dem nichts Schlimmes passiert. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und das sind alles Sachen, die Pyramid noch nicht hat. Ich hoffe, dass das irgendwann auch alle 4 Punkte praktisch rüber können. Aber das ist Pyramid ist halt auch eben noch viel jünger. Also Plone hat ja auch einfach einen riesen Vorsprung. Aber Pyramid ist auch sozusagen solide, nur halt eben in einem anderen Umfang. Und weil es sozusagen aus derselben Ecke kommt, teilt es sich halt eben auch zum Beispiel, was Plone auch hat, ist halt eben eine Backwards Compatibility. Ich muss keine Angst haben, dass mein Produkt beim nächsten Release den Bach runtergeht, sondern die Deprecation zum Beispiel bei Pyramid ist wirklich vorbildlich. Das wird vorher angekündigt, mitgeschleppt und es wird genau, die Fehlermeldungen sind auch hilfreich, dass es steht nicht nur Deprecation, sondern auch was zu tun ist. Auch dieser Anspruch, dass halt getestet wird, dass es Continuous Integration gibt, also das Pyramid hat seinen eigenen Jenkins-Server, der auch alle Commits immer durchnudelt und eben auch auf der Liste und im IRC und auf Konferenzen ist es derselbe Tonfall, dieselbe Art, miteinander umzugehen, was teilweise auch daran liegt, dass es halt eine sehr große personelle Überschneidung gibt. Ja. So, das ist sozusagen jetzt der Rahmen, innerhalb dessen sich das bewegt, wo das als Hintergrund und bevor ich jetzt auf Pyramid eingehe, möchte ich einfach kurz dieses Whisky vorstellen. Ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, da kann man einen eigenen Vortrag nur darüber machen. Also wofür es steht, ist Web Services Gateway Interface. Das ist sozusagen etwas so wie CGI gewesen, ist nur für Python und für Web Services. Und das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Darin wird definiert, was ein Request ist und was ein Response ist. Und es gibt praktisch eine Pipeline. Request kommt rein, wird weitergereicht durch so eine genannte Pipeline, durch sogenannte Middleware, bis es am Ende an einem Endpoint ankommt. Das ist eine Application, das kann Plone sein mittlerweile. Plone ist auch whiskyfähig mittlerweile. Django, Turbo Gears, Track, es hat sich schon etabliert. Also das ist eigentlich sozusagen der Standard in der Python-Webentwicklung. Es hat sich auch außerhalb insofern durchgesetzt, dass es gute Deployment-Optionen gibt, nativ für Nginx, für Apache. Es gibt eigene in Python geschriebene wie Paster und Waitress oder jetzt auch GUnicorn. Also es gibt genügend Optionen. Es ist eine solide Option. Es ist nicht allzu esoterisch. Im Kontext von diesem Talk rede ich aber jetzt nicht von der Middleware, die irgendwelche Filter, also zum Beispiel Plone App Theming daher so. Das ist auch das kann man auch als Middleware deployen. Ne? Die kriegt den Request rein, wartet, bis sie den von der Application zurückkriegt, schnappt sich den, transformiert den und liefert dann den in der gethemten Art wieder aus. Und dazu muss diese Applikation nichts von Plone wissen. Also ich kann eigentlich jetzt, ich habe es durchgetimt vorher, ich habe nicht genug Zeit, euch genau zu erklären, warum das eigentlich so toll ist. Es sei einfach mal erwähnt. Der Vorteil, wenn man seine Applikation, die jetzt ein spezielles Problem lösen soll, als Endpoint umsetzt, ist, dass man eigentlich keine Dependencies hat. Also eigentlich nur eine, nämlich WebOp. Das ist das Paket, dass die Definition für den Response und den Request zur Verfügung stellt. Deshalb ist es auch einfach zu testen, also lächerlich einfach. Man hat dann keine Entschuldigung mehr, keine Tests zu schreiben und nicht 100% Coverage zu haben. Man kann klein anfangen, es ist wirklich sehr, sehr wenig Boilerplate, also man darf das auch gar nicht unterschätzen. Es gibt so ein Paster-Template, das man sich installieren kann, Whisky-Templates, das haben Matthew Wilkes und ich geschrieben, weil wir gemerkt haben, es gibt also die normale Soapscale, das ist viel zu aufgebläht. Und das ist ein guter Startpunkt. Dafür gibt es auch eine Option für so ein Endpoint. Kann man sich einfach installieren, mit Paster so ein Endpoint hinstellen. Und diesen kleinen Endpoint, den kann ich halt erweitern. Einerseits, indem ich Middleware davor knalle, die muss ich gar nicht anfassen. Das ist schon fast so Integratoren-Niveau. Und natürlich Libraries. Und natürlich auch nicht vergessen die Batteries, die bei Python included sind. Also man hat da schon eine ganze Spielwiese. Und bevor ich jetzt dann weitergehe zu Pyramid, möchte ich einfach, um das zu verdeutlichen, nochmal zeigen, wie so etwas tatsächlich aussehen kann.
Also das ist jetzt einfach ein ganz kleines Hello World als Whiskey Endpoint. Da importiere ich halt Request and Response vom WebOp. Das ist so ein bürokratischer Klimmzug, den man machen muss, damit man als Pipeline-Element mitspielen darf bei WhiskEY. Ich muss eine Factory zur Verfügung stellen. Das ist in dem Kontext einfach dieser Zweizeiler, der meine Applikation zurückliefert. Das ist halt sozusagen, das sind zwei Zeilen Boilerplate. Ich denke, damit kann man leben. Das ist jetzt meine eigentliche Applikation. Das ist in dem Fall halt eine Klasse, weil es ein Callable. Es wird aufgerufen, das heißt, es leitet sich von Object ab, ganz simpel, kriegt ein Callable. Und die WhiskEY Pipeline sorgt dafür, dass ich das Environment, was im Prinzip der Incoming Request ist, reinbekomme und etwas, das sich Start Response nennt. Das kann man in diesem Kontext auch einfach ignorieren. Das ist das, was ich nachher zurückgeben muss. Und in dem Fall würde ich einfach aus dem Environment mir den Request bauen. Jetzt habe ich eine API, um auf den zuzugreifen und bastel mir einen Response. Der einfachste Konstruktor für einen Response ist einfach ein String, hier Hello. Und weiter unten sehe ich einfach, ich ziehe einen Namen aus dem Request raus über die WebOp API mit params get und daraus bastle ich dann meinen Response, der zurückgeschickt wird. Also 4 Zeilen Code, sehr einfach. Damit diese Applikation in der Pipeline deployed werden kann, also zum Beispiel eben von WhiskEY oder von einem Paster Server, muss das Ding ein Egg sein. Das ist sozusagen auch noch die bürokratische Hürde, die genommen werden muss. Klar, für ein Egg brauche ich einen Setup-Pi, Import Setup, Name, Setup-Tools, klar, und WebOp, mehr nicht. Was ich noch brauche, ist ein sogenannter Entry-Point. Das ist der Punkt, wo der in der Pipeline tatsächlich aufgerufen wird. Den muss ich hier mit diesem Key definieren, MyEntryPoint. Das erzeugt die Verbindung zu meiner Application da drin, und zwar über diese Indirektion, über die Factory. Und das war's. Damit das dann Ganze auch noch läuft, brauche ich, jede Pipeline hat, diese Pipeline wird durch einen INI-File konfiguriert. Das kann ich in einen Buildout einhängen für Paster oder ich kann es für ModWhiskey oder Apache reinhängen. Das definiert den Server, der ist aus Konventionen, heißt der Main, dann muss ich den beim Aufruf nicht extra angeben, das ist der Default. Hier in dem Fall nehme ich als Server den Paste, den HTTP-Server von Paste, das Egg, konfiguriere den noch, fertig. Die Pipeline heißt auch Main per Konvention. In diesem Fall besteht die nur aus meinem Endpoint. Das wäre hier der Fall, der Ort, wo ich praktisch noch Diazo zum Beispiel davor mache oder eine Transaktionsmaschine oder ein Debug-Tool. Hier kann ich meine Pipeline halt aufbauen. In dem einfachsten Beispiel besteht die aus einem Punkt. Dieses MyApp bezieht sich noch nicht auf irgendetwas in unserem Egg. Es weiß noch nichts davon, sondern es bezieht sich auf eine Definition in dem INI-File. Also hier definiere ich, was MyApp ist. Und das ist genau diese eine Zeile, wo ich einfach sage, hier, nimm mein Egg und da ist der Entry Point. Also da habe ich diese zwei Level von Indirection, die notwendig sind. Bei einem einzelnen Egg macht es natürlich würde es keinen Sinn machen, aber das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich dieses bequeme Pipelining habe, wo ich einfach Sachen reinschmeißen kann. Und ganz kurz auch noch, wie man dann sowas testen kann, also wenn man praktisch einen Browser-Test macht, also normale Unit-Tests sowieso. Aber um praktisch einen Browser-Test zu machen, der auch wirklich diese Maschinerie durchexerziert, braucht es auch nicht viel. Unit-Test, ich importiere natürlich meinen Request von WebOp, meine Application. In dem Fall mache ich es mit Unit-Test-Test-Case. Da gibt es dann mittlerweile auch einfachere Sachen wie PyTest oder so, aber das als Plone-Entwickler kennt man das halt. Setup, ich rufe die Superklasse auf und hier erzeuge ich einfach eine Instanz von meiner Application, damit die Tests was zum Spielen haben. Und ein Test zum Beispiel, der den Output überprüft, kann dann so aussehen, ich erzeuge einen Request, einen leeren, für den Root-Path und rufe das auf. Und das gibt mir den Status, die Header und den Body zurück und darüber kann ich dann halt einfach ganz normale Asserts machen. Und das ist ein reiner Unit-Test, da wird nichts groß aufgebaut, das geht rasend schnell, ich kann diese paar Zeilen Code locker übernehmen. Es ist, also wenn man von Plone-App-Testing und so kommt, mit Layer und alles so, das ist halt einfach viel, viel schneller. Also diese vier Files, die laufen auch so. Da ist nicht noch irgendwie mehr drumherum. Noch einmal ganz kurz, wenn man das über Buildout deployen will, was wir aus der Plone-Ecke kommend auch in Betracht ziehen können. Ich habe jetzt zwei Parts, einmal die WhiskEY Pipeline und dann noch, um die Tests auch laufen lassen zu können, noch einen Testrunner mit hinzu. Hier ist das WhiskEY, Egg Recipe. Das habe ich drin, weil ich es mit Paste deployen will und dann mein Egg, fertig. Und zum Testen, so setze die Recipe Test Runner
und die gleichen Eggs, fertig. Das ist ein komplett lauffähiges Beispiel, mit dem ich so eine Applikation mit 100% Test Coverage, damit kann man loslegen. Das ist handhabbar. Und was praktisch dahinter steckt, ist, dass in so einem Kontext ist der Request einfach nur ein Dictionary. Also nicht, also aus der SOAP-Welt kommt, habe ich immer so, der Request, da ist ein Traversal-Object drauf und das hat Acquisition und da weißt du nie, was drin ist. Und das ist, da kommen ja auch viele von den Security-Löchern halt her. Wenn ich dann irgendwie, weiß nicht, auf den Hochtraversieren oben was ändere und dort dann die Security ändere oder irgendwie so etwas, das geht hier alles nicht. Das ist ja einfach richtig stumpf und einfach und eigentlich... ja, irgendwie fühlt sich sozusagen erfrischend an. Aber es ist natürlich erstmal noch sehr klein, damit so richtig viel kann man damit nicht machen. Aber der Vorteil ist, dass es halt stufenlos erweiterbar ist. Ich kann wirklich immer nur das mit reinnehmen, was ich brauche, gezielt. Und zwar halt einerseits eben über Middleware oder eben über Libraries, wie gesagt. Zum Beispiel sind es wirklich nur ein paar Zeilen, um dem SOAP-Template beizubringen. Also ich kann den Response, statt ihn per Hand mit einem String zu initiieren, kann ich auch einen Response erzeugen, indem ich ein Template anwende und einfach die API von Chameleon aufrufe und daraus das erzeuge. Das sind ein paar Zeilen Code. Ich kann als Form-Library würde ich in dem Fall auch Deform und Calendar empfehlen. Das ist auch aus dem von Chris McDonough, dem Pyramid-Autor. Kann ich auch getrennt einsetzen. Muss ich nicht irgendwie ein ganzes Framework mit einbauen. Das gleiche halt Persistenz, SQL Alchemy, ZODB, Transaktionen. Und halt natürlich, ich kann es auch mit Pyramid selber erweitern. Pyramid ist in dem Kontext auch erstmal nichts anderes als ein Egg, das ich als Dependency in mein Setup-Pi reintue. Einfach noch requires Pyramid, fertig. Und ja, was bringt Pyramid eigentlich mit? Was kann es? Und natürlich dann auch, was kann es nicht? Hier, ich habe einen URL-Shortener. Es gibt eine wirklich sehr gute Einführung, die ist ein bisschen länglich, aber es gibt halt eben auch viele Features, die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, von Chris selber geschrieben. Das ist hier die Kurzform bit.ly Pyramid-Features statt der langen URL. Und hier so mal kurz aus der Vogelperspektive. Eine Sache, die Pyramid halt mitbringt, ist Routing. Also wir haben vorhin gesehen, da kommt ja der Request rein und der wird an meine Application übergeben, egal welche Route gewählt wurde. Das heißt, dort muss ich mir über die WebOp API angucken, wie sieht denn der Request aus, welcher Pfad ist denn da drin. Das will man nur ein, zwei Mal per Hand machen und dann will man eigentlich irgendeine Library haben, die das vernünftig macht. Und da ist eben Pyramid auch ganz nett. Bietet von Haus aus auch Traversal an. Also wenn ich das Ding an eine ZODB ranflansche oder auch nicht, aber ich kann halt eben über Traversal mitarbeiten. Das ist auch sehr ähnlich, wie wir das schon kennen. Oder über Dispatch, da habe ich halt ein Set von Rules, die halt eine Route, die reinkommt, auf eine View mappe. Und hier ist auch noch eine ganz nette Besonderheit, ist, dass Pyramid mir erlaubt, mehrere Views für eine Route zu definieren. Warum würde man das wollen? Na, das eine ist, ich kann die Views anhand des Requests, anhand der Request-Method unterscheiden. Das heißt, ich kann für einen Post-Request eine andere View aufrufen, die sich dann nur um das Form-Handling zum Beispiel kümmert. Und aber für dieselbe Route auch eine für den Get-Request, die dann das Formular zum Beispiel anzeigt. Das hält die einzelnen Views halt kleiner und besser zu testen, weil ich dann nicht diese Fallunterscheidung drin habe, if request method equals post, dann bla und dann am Schluss gebe ich das alles aus, sondern separation of concerns. Und was in dem Kontext auch noch nett ist, ist, dass Pyramid eine Art Meta-Request-Method zur Verfügung stellt, eine Convenience, XHR. Das heißt, wenn es ein Ajax-Request ist, der reinkommt, dann kann ich den auch für dieselbe Route an einen speziellen Händler umleiten, der sich dann nur um das Ajax kümmert. Ist auch ganz ganz nett, dass man dann einfach wirklich dieselbe URL für alles hat. Macht die Sache wirklich, ist auf jeden Fall halt ganz nett. Security bringt von Haus aus eben Principles, also User und Gruppen mit, Access Control List, Authentication, Authorization. Das heißt, wenn ich irgendwie eine API, eine Web-App schreibe, die auch private Inhalte haben soll, ist das auch mit drin. Das Templating wird von Pyramid um das Konzept von Renderern erweitert. Ist auch eine nette Sache. Und zwar defaultmäßig ist wenn eine View in Pyramid ein Dictionary zurückliefert, dann wird dieses Dictionary automatisch an ein konfiguriertes Template reingegeben und dort gerendert. Das hat den Vorteil, dass meine View halt wirklich nur ein Dictionary erzeugt und das kann ich natürlich auch besser testen. Das heißt, ich muss nicht irgendwie if foo in body oder so, sondern ich kann einfach direkt Assertions über die Key Values machen. Ich erzeuge im Test einen Dummy Request, der bestimmte Edge Cases erzeugt
und mache dann anschließend Assertions über das Dictionary, das rauskommt. Und dazu brauche ich auch noch nicht mal eine Web-App oder so instanzieren, sondern das kann wiederum ein reiner Unit-Test sein in vielen Fällen. Und das hält es halt eben auch schlank und die Tests laufen entsprechend schneller. Ein zweiter Nebeneffekt ist, dass ich generischen JSON-View habe, weil ich kann einfach in der View sagen, ich nehme den JSON-Renderer und dann kann ich mir dieselbe View, die ich schon getestet habe, auch quasi wiederverwerten für einen Ajax-Call. Auch sehr angenehm. So, schon wieder zu viele nette Sachen. Session-Handling, IETN, Localization. Hier noch was, das hat Pyramid ganz stark abgekupfert, und zwar halt im positiven Sinne von SOAP, sind halt die Events. Das ist, glaube ich, auch eine der Stärken, wenn man Plone als Framework benutzt, dass man diese Events halt benutzen kann. Und das haben wir hier gleich, das hat Chris uns praktisch gleich mitgegeben. Eine andere nette Sache ist Asset Handling. Pyramid kann von Haus aus ganz einfach, kann sich statische Routen definieren und er liefert dann halt Images in CSS und JavaScript aus. Die API, die diese URLs erzeugt, die man in die Templates einbaut, ist der Gestalt, dass du hinterher einfach fürs Deployment zum Beispiel konfigurieren kannst, dass die woanders herkommen. Und das heißt, du kannst es einfach umkonfigurieren, ohne dass du deinen Code oder deine Templates anfassen musst. Und dann kommen die halt im Deployment von Amazon S3 oder von einem anderen dedizierten Server. Und im Deployment werden die einfach selber von Inline ausgeliefert. Und klar, wenn man mit Datenbanken arbeitet, es bringt eben auch Transaction Management mit. So ähnlich wie wir es bei SOAP eben auch haben. Was hier fehlt zum Beispiel, hier steht nichts von Persistence, ne? Hier ist nichts, und das ist halt, weil Pyramid agnostisch ist in dem Kontext. Das ist dem völlig egal, ob wir das mit SQL machen oder ZODB oder Mongo oder so etwas. Das ist uns überlassen, aber es gibt halt eben von Haus aus Unterstützung für die ZODB und für SQL Alchemy. Also auch kann man sich da eigentlich wie zu Hause fühlen. Nochmal einfach kurz als Kontext, wo kommt es überhaupt her? Also erstens hieß es ursprünglich Repose BFG. Repose ist so ein Dachprojekt, ursprünglich von Agendalist Consulting. Das sind der Chris McDonough, Tress Seaver und Paul Everett, die hatten zum Beispiel eben auch die erste whiskyfähige Implementierung von Plone. Das war im Prinzip ein Fork. Die haben damit angefangen. Unter diesem Schirm ist eben auch das BFG, das ist die Abkürzung für Big Fine Gun aus dem Doom-Kontext, weil das sollte halt eben dieses Framework sein, das einfach quasi die Requests rausballert. Pyramid verwendet selbst unter der Haube auch die SOAP-Component-Architektur, aber das strahlt nicht nach außen ab. Ich kann das benutzen, weil es schon alles da, also ich muss das nicht extra importieren, aber niemand wird sozusagen damit gezwungen, sich mit der Interfaces oder so etwas auseinanderzusetzen. Also ist kein Muss. Und was auch sozusagen aus historischer Sicht wichtig oder erwähnenswert ist, dass BFG ursprünglich entwickelt wurde, um ein bestehendes Plone-Projekt zu ersetzen. Und zwar ist es diese Knowledge-Datenbank, die hieß Carl, und die gab es ursprünglich mal in einer als Windows-Application, wurde dann neu gemacht als Plone-Application, weil es halt eben vernetzt sein sollte. Und das hat ganz gut, das haben auch Agendalist gemacht, und das hat ganz gut geklappt, aber es fing dann an, wurden die User immer mehr, die Performance hat gelitten, und sie haben gemerkt, dass das Tool eigentlich gar nicht als CMS benutzt wird, sondern wirklich speziell so dieses Knowledge Management für das OSI, für das es entwickelt wurde. Und deswegen war ein Relaunch angedacht. Und die haben gesagt, okay, wir lassen Plone weg, das passt hier einfach nicht. Es gibt aber nichts wirklich, was uns an unseren Ansprüchen genügt, na, dann machen wir es halt selber. Und was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass BFG ist aus diesem Projekt innerhalb des Budgets, innerhalb von einem Jahr, haben dieses von null auf hochgezogen und haben dieses Projekt komplett fertig durchexerziert und haben praktisch den allgemeinen Teil in dieses BFG ausfakturiert. Ich finde das einfach programmiertechnisch und ingenieurstechnisch eine echte Meisterleistung. Und das ist auch wirklich so schnell, wirklich nutzbar war in einem Projekt. Das war ja 2008. Und der erste Public Release war im Juli. Wir haben im Oktober mit unserem Projekt angefangen, noch mit einer 0.9er oder 0.8er oder irgendwie etwas. Und das ging von Anfang an. Also wir haben gedacht, ist alles noch ein bisschen so, no, forget it. Also das hat wirklich Hand und Fuß. Und ist seitdem halt, mittlerweile ist es 2010, ist es mit dem Pylons-Projekt quasi verschmolzen. Was die Pyramid selbst betrifft, hat es eigentlich außer einer Namensänderung keine größeren Sachen. Das ist aus unserer Sicht jetzt hier, wenn wir gucken, ist es einfach nur eine Namensänderung. Ja, und jetzt hatte ich gedacht, falls
ich es schaffe, noch schneller zu reden, als ich eh schon rede, hätte ich euch noch Cornice vorgestellt. Das will ich jetzt hier einfach nur erwähnen. Das ist sozusagen ein REST-Interface auf Pyramid aufbauend. Das hat der Tarek Ziade eben auch aus dem Plone-Umfeld für Mozilla geschrieben. Die fahren damit dieses Mozilla Sync, wo die Bookmarks und die Tabs und so weiter gesynkt werden. Da wollten die auch es muss halt skalieren, und die haben sich dann Pyramid angeguckt und haben darüber noch einen Convenience Layer geschrieben, der mit dem ich halt eine REST-API habe. Und was hier halt, ich habe es deswegen ausgeführt, weil wir für ein aktuelles Projekt überlegen, wirklich unsere eigene API zu verwenden. Das ist jetzt für viele Projekte Overkill, aber wenn man überlegt, man will später vielleicht mit dem Projekt nach außen hingehen, und dann ist ja irgendwann die Frage, okay, jetzt braucht man eine API für die User da draußen. Ja, wenn du eine von Anfang an mitentwickelt hast, weil du wirklich mit so eine mit Cornice einfach ein paar Zeilen dazugeschrieben hast und quasi dein erster eigener User deiner API bist, dann kannst du hinterher, wenn es dann soweit ist, einfach sagen, ja, hier bitte, und kannst denen dann die Dokumentation in die Hand drücken. Das letzte Add-on, das kann ich auch wirklich überspringen, weil der Daniel gleich mehr dazu sagen wird, ist halt das Scotty. Ich habe auch erst vor ein paar Wochen damit angefangen. Und auch hier von 0 auf 100 in einem Nachmittag. Und es ist klar, es ist auch noch nicht ganz fertig, das werdet ihr sehen, aber es macht Spaß und man ist wirklich produktiv daran. Also es ist so wirklich wie ein nacktes CMF. Also es ist alles sehr accessible und sieht gut aus. Man kann es ist einfach viel, viel weniger Code, als man hat nicht so viel bürokratischen Overhead, sozusagen. Ja, und das ist eigentlich die zentrale Message sonst noch von meinem Talk. Es soll Spaß machen, es kann Spaß machen. Es sind noch ein paar Links. Und ich will auch erwähnen, dass wir halt jetzt hier auf der Konferenz einen Kotti-Sprint machen und da schön weiterarbeiten. Das heißt, wenn jemand wirklich Pyramid und oder Kotti mal anschauen will, sprecht entweder mich oder da den Daniel an. Und könnt ihr bei uns mitsprinten, und wir zeigen euch gerne, wie es geht. Ja, das war's. Ja. Halt ganz kurz, weil ich muss es für das Mikrofon wiederholen, sonst habe ich es gleich wieder vergessen. Also der Einwand, das stimmt, das hatte ich auch überlegt, noch mit reinzubringen, ist die Pyramid hat nicht nur eine 100% Test Coverage Policy, sondern auch eine 100% Documentation Coverage. Also es werden keine Changes angenommen, deren Change nicht in der Dokumentation sich widerspiegelt. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wie du schon meintest, der Chris kann auch schreiben. Und der hat eine narrative Dokumentation, die man einfach so durchlesen kann, und dann gibt es halt eben noch die API-Dokumentation, wobei ich auch festgestellt habe, am Anfang habe ich die immer reingeguckt, irgendwann hörst du auf, weil irgendwann du merkst, es funktioniert so, wie du denkst, dass es funktionieren sollte. Das ist so ein schönes Erlebnis als Entwickler, wenn du denkst, könnte es so sein, und dann ist es auch noch so, und du kannst direkt weitermachen. Das ist, ja, das kann man auch, ist nicht zu unterschätzen. So, und dann dein zweiter Punkt. Das ist ein Marketing-Desaster. Nee, aus Pyramid-Sicht ist es, was ich vorhin irgendwie erklären wollte, ist es eigentlich nur eine Namensänderung. Das ist dieser Zusammenschluss. Pylons ist ja auch ein Framework, das hatte seinen eigenen Kern, und die haben halt gemerkt, alles das, was wir neu machen wollen und was die Zöpfe, die wir abschneiden wollen, das macht alles BFG schon. Und die haben sich einfach zusammengetan, und das Zusammentun hat sich darin geäußert, dass es dann halt unter dem Dach sozusagen von Pylons ist. Also Pylons ist sozusagen der Ersatz für das Repose, aber das .bfg ist gleich geblieben, nur dass es in dem Zug umbenannt wurde. Also du kannst, Pyramid kannst du dir vorstellen wie Pylons.bfg. So vielleicht als gedankliche Stütze. Mehr ist es nicht. Aus Pyramid-Sicht ist es bei Pyramid geblieben, da ist auch keine Fusion, hat auch keine Fusion stattgefunden. Es gibt ein paar Patterns, die aus der Pylons-Welt kommen, die da unterstützt werden, aber die kann man auch ignorieren. Das tangiert einen einfach nicht. Sonst noch? Daniel. Das, was wir
Nee, das passt perfekt in Kotti rein. Das ist, für das Projekt haben wir Kotti reingenommen, weil ich genau das habe. Ich habe User, ich habe einen Login-Screen, einen Sign-up-Screen und ich habe dadurch eben auch entsprechend Rollen, die ich noch mitbekomme, genauso klein. Und das sind wirklich nur, also die User-Sachen sind halt nur ein paar hundert Zeilen Code, das kann man sich durchgucken. Also macht kein Copy-and-Paste, guckt euch Kotti an. Jetzt habe ich vergessen, die Frage zu wiederholen. Also die Frage ging, muss man die User-Verwaltung immer wieder neu programmieren? Und ja, die Antwort ist halt Kotti. Ja, dann mache ich die Bühne frei für den da. Vielen Dank. Gerne.